Wir haben mal wieder einen Lockdown in Österreich. Das bedeutet, dass wir unseren Seglerinnen und Seglern des österreichischen Segelverbands wieder schwerer nachkommen. Wir haben also auf Methoden wie ein Skype-Interview zurückgegriffen, um uns Informationen einzuholen, wo sie denn gerade sind, mit wem sie dort sind, wie es so läuft und wo es denn als nächstes hingeht. Wir beginnen gleich mal mit Thomas Zeig und Barbara Matz aus Trapani. Los geht's! Ja, einen schönen guten Abend, Thomas und Babsi aus Trapani. Könnt mir gleich mal sagen, wie es denn bei euch temperaturtechnisch aussieht. Bei uns nämlich in Wien 3 Grad Nebel. Ich glaube, das vermisst ihr in Trapani nicht, oder? Nein, die letzten Tage waren sehr schön und ich glaube, jetzt wird es um die 18 Grad sein. Sonnenschein keiner mehr, weil es ist schon dunkel. Aber im Prinzip haben wir ein ziemlich cooles Segelwetter da. Wie läuft das Trainingslager denn bisher? Erzähl doch mal, Tom. Ja, wir sind jetzt die Babsi ist jetzt schon seit über 2 Wochen da. 3 Wochen. Seit 3 Wochen da. Ich bin ein bisschen später nachgekommen. Und ja, läuft ganz gut. Also wir haben keinen einzigen Tag verpasst. Wir hatten relativ viel Wind, sehr hohe Wellen. Wir hatten Mittelwind. Also bis jetzt eigentlich ideal. Cool. Du, dreh dich nochmal so vom Profil bitte. Ich muss da kurz einmal was abgleichen. Das scheint mir neu zu sein, die Frisur, oder? Meine Frisur, ja. Bin ja beim Bundesheer und deshalb trage ich jetzt eine Bundesheerfrisur. Schnittig. Babsi, was habt ihr noch vor? Wie lange bist du da? Wie geht's die nächsten Tage weiter? Also wie lange ist das gesamte Trainingscamp eigentlich? Wie viele Tage sind es denn? Naja, ich hoffe, dass ich vor Weihnachten noch nach Hause komme. Also wir bleiben jetzt da, weil es einfach für uns besser ist. Hin und her fliegen ist ein bisschen mühsam und wir sind jetzt da gebased und machen jetzt ein paar Tage Pause und dann starten wir ins nächste Trainingslager mit den Italienern und den Argentiniern und den Briten. Genau, prinzipiell haben wir 2 Trainingcamps hier in Trapani. Das erste Trainingslager ist jetzt quasi fast zu Ende. Dann haben wir ein paar Tage frei. Die Italiener fahren nach Hause und die Engländer, die Argentinier und wir Österreicher, wir bleiben da, damit wir nicht hin und her fliegen müssen und zu Hause erwarten uns ohnehin nur ein Lockdown. Von dem her werden wir jetzt noch ein paar Trainingstage dran setzen. Dann werden wir ein paar Tage frei machen und Anfang Dezember gehen wir wieder mit dieser internationalen Trainingsgemeinschaft aufs Wasser. Jetzt, wie du es eben sagst, internationale Trainingsgemeinschaft, Argentinier habe ich gehört, Engländer, Italiener sind da. Fass mal zusammen, welche Teams aus welchen Ländern sind denn hier? Es fahren 3 italienische Teams, also das ist das italienische Nationalteam. Bei denen ist noch nicht ganz fix, wer zu den Spielen fährt. Deshalb pushen die sich natürlich sehr gegenseitig und das Level ist extrem hoch. Dann ist der Santiago Lange und die Ceci da aus Argentinien. Die sind jetzt durchgehend seit dem Sommer in Europa, weil sie halt nicht hin und her fliegen können. Dann trainieren wir mit den Engländern, mit John Gibson, mit der Anna Burnett. Die haben sich auch schon für die Spiele qualifiziert. Und auch die können nicht nach Hause, weil die müssen zu Hause in die Quarantäne. Das heißt, die werden jetzt dann wahrscheinlich über Weihnachten in Quarantäne zu Hause sitzen müssen. Ja. Gut, wer coacht euch? Ist Angelo hier oder auch Roman? Na, der Angelo ist zurzeit da. Im nächsten Trainingslager kommt dann der Roman uns besuchen für ein paar Tage. Und ja, ich glaube auch der Matthias kommt ein bisschen vorbei und schaut ein bisschen das Trainingslager an. Aber mehr haben wir da nicht zu erwarten. Euer letztes Trainingslager vor Punta Ala war ja ziemlich intensiv. Wie vollgepackt sind denn die Tage hier in Trapani für euch? Ja, ziemlich gleich. Also wir arbeiten sehr viel am Speed und am Material und probieren Masten zu testen. Und jeden Tag haben wir eigentlich Wettfahrten am Schluss. Somit haben wir ein bisschen Feintuning, aber auch das Racen drinnen dabei, was ziemlich cool ist. Wir haben lange Tage am Wasser. Die Tage sind zwar relativ kurz, aber ich glaube, im Endeffekt können wir alle Sonnenstunden gut
nützen und ich glaube, das Training ist sehr produktiv. Damals waren im Fokus Technik und Geschwindigkeit auf der Kreuz. Wie weit seid ihr in diesem Bereich mittlerweile nach vorne gekommen? Naja, ich glaube, der Prozess läuft immer noch, eben weil wir relativ viel Material und viele Setups auszuprobieren haben, ist das, glaube ich, ein laufender Prozess. Also es ist auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gemacht, aber das ist nicht zu Ende, das ist ein bisschen auch eine never-ending story, weil man kann nie schnell genug sein und nie gut genug sein. Das heißt, das ist etwas, wo wir uns quasi noch so ein bisschen einen Vorteil rausarbeiten wollen. Worauf habt ihr den Fokus jetzt im Moment gelegt, Babsi? Also was meint ihr, ist jetzt immer noch verbesserungswürdig? Ja, der Fokus ist zurzeit am Kreuzspeed. Wie schon gesagt, da arbeiten wir, dass wir schneller werden, besser an den Trainingspartner rankommen, beziehungsweise schneller als sie werden, aber auch auf der Vorwind. Und wir hoffen halt, dass wir so viel Welle wie möglich hier bekommen. Wir haben schon ein paar Tage mit großer Welle bekommen. Dass wir vor allem in den Wellen gut segeln können und die gut handeln können, wie in Japan. Weil in Japan könnte uns ja auch Welle erwarten. Es beginnt ja jetzt schon das große Fallen am Olympia-Setup. Stand jetzt, was steht schon, beziehungsweise wo probiert ihr euch denn noch aus? Naja, wir haben jetzt zum ersten Mal seit 2 oder 3 Jahren das gesamte Material in Europa. Bis jetzt war es so, dass unser Material quasi ein bisschen verteilt in der Welt war. Wir waren ja letzten Winter in Australien, in Neuseeland, letztes Jahr im Sommer sehr viel in Japan. Und wir können das Material nicht so schnell nach Europa bringen, weil wir das in Container transportieren. Und jetzt, dadurch, dass die Spiele verschoben worden sind, haben wir jetzt das gesamte Material aus Japan nach Europa gebracht. Und diesen Winter ist quasi das erste Mal, dass wir alles zusammen haben. Das heißt, wir haben ein paar neue Masten, die wir jetzt in Europa trainieren, die davor eben nicht da waren. Und versuchen jetzt das beste Setup zu finden, was wir, also der Plan wäre gewesen, letztes Jahr im Mai in Japan zu trainieren. Sorry, dieses Jahr im Mai 2020 in Japan zu trainieren. Und dort das beste Setup zu bekommen. Jetzt wissen wir nicht, wie viel Zeit wir in Japan haben werden. Deshalb sind wir jetzt in Europa und schauen, dass wir Japan ähnliche Verhältnisse haben und dort das Material testen. Wir haben schon eine engere Auswahl, würde ich sagen, und versuchen das jetzt noch ein bisschen einzugrenzen. Takara, euer Boot für Olympia, ist ja im Sommer eingewintert worden. Wie geht's ihr im Moment und habt ihr sie jetzt wieder in Verwendung, beziehungsweise was habt ihr mit dem neuen Boot vor? Die Takara ist noch immer im Winterschlaf, die ist dort gut aufgehoben. Wir haben hier zwar 2 Boote da und testen quasi das erste Boot hier. Und die Takara wird erst nächstes Jahr wieder rausgeholt, um sie ein bisschen zu schonen, weil hier sehr harte Bedingungen eigentlich sind. Und das Boot den ganzen Winter quasi draußen steht und es nicht gut fürs Material ist. Deswegen bleibt sie dort, wo sie ist. Und erst nächstes Jahr, hoffentlich Palma oder so, werden wir sie wieder rausholen. Harte Bedingungen hast du gerade gesagt. Uns sind Aufnahmen zugespielt worden, wo ihr gekentert seid. Ist das hier jetzt in Trapani öfters passiert? Oder war das ein kurzer, kleiner Ausrutscher? Hin und wieder darf man ein paar Ausrutsche haben, oder? Na klar, man darf sich ausprobieren. Na, ich glaube, das ist normal, dass wenn man trainiert und wenn man hart trainieren will, dass man halt ans Limit geht. Man muss ja wissen, wo die Limits sind, damit man es bei der Regatta dann eben besser kalkulieren kann. Und gerade beim Trainingslager pusht man natürlich sehr hart. Wir versuchen zwar auf der einen Seite zu schauen, dass wir uns dabei nicht verletzen und dass wir das Material nicht zerstören, aber auf der anderen Seite müssen wir uns um das Material pushen, um zu sehen, wo das Limit ist, um noch ein bisschen mehr Speed rauszuholen, noch ein bisschen Performance rauszukitzeln. Und ja, wenn man dann sich quasi an diesem sehr schmalen Grat bewegt zwischen sehr hohes Risiko. Du sagst das schon, ab 6. Jänner Safety, dann auf Sardinien. Dann passiert wie das lange schon mal. Und wie geht es danach glaub, wieder das weiter? Ist auch okay, weil auch aus solchen solchen Kenterungen lernt man halt auch. Wie geht es bei euch jetzt in den nächsten Tagen weiter, Tom? Ja,
Prinzipiell werden wir jetzt den ganzen Winter in Italien verbringen, jetzt in Sizilien und Jänner, Februar auf Sardinien in Cagliari, wo wir eh auch schon vor ein paar Jahren waren und in der letzten Kampagne. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Location. Und wie es dann weitergeht, wissen wir nicht wirklich. Theoretisch steht Ende März der erste Wettkampf an in Palma. Davor gibt es traditionell immer so eine Trainingscamp-Regatta. Ob die stattfindet, ob wir die fahren, wissen wir noch nicht. Aber wir werden im März entweder immer noch auf Sardinien trainieren oder eben schon nach Palma reisen und dort die restliche Konkurrenz treffen und dort trainieren. So am Meer lebend, muss man doch immer frischen Fisch bekommen. Ist das auch bei euch der Fall? Ja, wir wohnen eigentlich fast neben einem Fischmarkt. Aber auch da sind wir eigentlich noch nicht dazu gekommen, den zu besuchen, weil meistens, wenn wir vom Training zurückkommen, ist der ganze frische Fisch schon weg. Das heißt, wir müssen mal warten, bis wir einen gescheiten Layday haben, um uns die Fische nicht wegschnappen zu lassen. Wie ist so der Trainingszyklus? Wie viele Tage Training, wie viele Tage Pause die Woche habt ihr? Naja, normal ist so, dass wir fast die ganze Woche trainieren und dann einen Tag Pause machen. Also in den so circa 5, 6 Tage segeln, einen Tag Pause. Aber das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Starkwindtage wir haben, wie viele Leichtwindtage wir haben. Das heißt, je anstrengender das Training am Wasser, das heißt, wenn sehr hohe Wellen sind oder wenn es sehr viel Wind hat, dann kann es sein, dass wir nach 5 Tagen schon einen Tag Pause haben. Einen Tag Pause schon. Kann man sich aber nicht so vorstellen, dass wir dann quasi Pause haben, sondern in diesem einen Tag Pause müssen wir oft organisatorische Sachen erledigen oder am Boot arbeiten, Material arbeiten. Oder wir haben auch ein zweites Boot da, das heißt, an dem müssen wir arbeiten, das müssen wir herrichten. Und so gesehen haben wir nicht wirklich viel Pause. Kann ich zum Abschluss noch bitte um einen dynamischen Rundgang mit Laptop und Kamera durch die Wohnung bitten? Ich möchte mal sehen, wie aufgeräumt das bei euch ist. Gott sei Dank, fragst du heute, weil wir haben gerade auch. Na gut, also wir befinden uns hier auf unserem Essenstisch, unserem Frühstückstisch. Da drüben sitzt unser Koch, Ahoi! der Luki. Eigentlich hat er versprochen, dass er was kocht, aber irgendwie. Heute Crash Diät. Das ist übrigens auch sein Bett. Ah, schön. Nur eingeklappt gerade. schön, aufgeräumt, fein. Da drüben haben wir einen fetten Fernseher, auf dem es tollen italienischen Kabel gibt. Da kann man sich einen YouTube-Channel besonders gut ansehen, glaube ich, oder? Unsere Küche. Mit Ja, viel Essen. scheint gut angefüllt Oder zu sein. Ist das eine im O. Pomelo? Ja, ist eine Pomelo. Fein. Nice. Da haben wir ein paar Reste vom Snacken. Das ist so der Mandarinengeruch, den ich so fast riechen kann, bis nach Oliven, Wien. Olivenkerne, Mandarinengeruch. Schön. Ja, und dann hat eben die Babsi noch ein Zimmer, ich habe ein Zimmer und ich kann dir auch ein bisschen zeigen, wo es da rausgeht. Sieht man wahrscheinlich jetzt um die Uhrzeit nicht mehr viel, aber bitte. Da geht es auf jeden Fall raus auf die Mole, aufs Meer. Das sieht man jetzt nicht. Aber da drüben kann man sich dann die Wellen und das Meer vorstellen. Ich glaub, da rufe ich euch bei Tageslicht noch mal an, dass wir uns das Ganze noch mal genau anschauen. Ja. Ja, so schaut es dann circa aus. Ja, So macht okay. Dürfen wir unseren österreichischen Zuschauern noch etwas ausrichten von dir? Babsi, Oder von was euch möchtest du natürlich. ausrichten? Was möchten wir ausrichten? Schickt uns vielleicht mal gutes Wetter oder sowas. Also mit 3 Grad und Nebel sind wir, glaube ich, sehr weit weg von euren, was, 25 Grad und Sonnenschein? 20. 20. 35 Grad, wir schwitzen hier in der Hitze auf Sizilien. Ja, ich glaube, wir schicken euch ein paar Sonnenstrahlen und das schönes Wetter wird es wirklich. Und dass alle den Lockdown gut überstehen und dass man hoffentlich bald wieder rausgehen darf und ein normales Leben weiterführen kann.
Nehme ich. Wunderbar. Vielen Dank an euch und einen schönen Abend noch. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch bald wiedersehen. Alles Liebe. Ciao. Ciao. Zu Hause bleiben leicht gemacht mit dem neuen Segler-Talk von Candidate Sailing.